So, heute soll es mal um die Ausrüstung für ein ganzes Wochenende gehen, also für eine größere OP oder irgendwie sowas. Was man an Ausrüstung für einen Spieltag braucht, das habe ich schon in einem anderen Video gezeigt, was man jetzt hier unten eingeblendet sieht. Das war verlinkt. Und heute, wie gesagt, mal um ein bisschen was Größeres. Als Anreiseklamotte empfehle ich auf jeden Fall erstmal komplett in Zivil zu erscheinen. Das macht sich immer gut, wenn man im Auto nicht mit voller Tarnausrüstung rumfährt. Ja, dann angekommen, geht's dann los. Natürlich eine Hose, die man sich dreckig machen will. Für die warmen Tage vielleicht was Kurzärmliches. Für ein bisschen mehr Schutz natürlich was Langärmliches. Wer mag, gern auch Knieschützer. Das Koppeltragegestell habe ich in einem anderen Video schon vorgestellt. Hier nochmal der Link. Die Weste habe ich auch schon vorgestellt. Natürlich ein großer Rucksack, in dem alles seinen Platz findet. Und was in dem Rucksack alles drin ist, jetzt kommt's. Thema Übernachten, wichtig, Isomatte, Zelt, Schlafsack, Verpflegung, Campingkocher, Campinggeschirr mit Besteck. Wenn es abends mal kälter wird, eine warme Jacke. Wenn es windig wird, empfiehlt sich eine Softshell. Und wenn es regnet, natürlich eine Regenjacke. Kein Muss, aber ein guter Schutz, der Helm, definitiv ein Muss, die Schutzbrille und eine getönte Schutzbrille für die sonnigen Tage, empfiehlt sich eigentlich auch immer. Für Gasspieler natürlich Gas, genügend Munition, natürlich Bio, ein kleiner Transportbehälter für die BBs und ein Speedloader. Sonnenschutz, ganz wichtig, was gegen Zecken. Was gegen Mücken, was gegen Sodbrennen, was gegen Kopfschmerzen, eine schmerzstillende Salbe, Pflaster und was gegen Durchfall. Ganz wichtig, abschließbarer Waffenkoffer für die Langwaffen, abschließbarer Koffer für die Kurzwaffen. Natürlich das Spielgerät mit genügend Magazinen. Das Ersatzspielgerät mit Magazinen. Eine Backup-Pistole und am besten noch eine Backup für die Backup. Ja, das war erstmal das, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde auf eine große OP. Das mögen andere anders sehen. Und vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen. Genau, was ich vergessen habe, was super, super wichtig ist. Viel Wasser, ganz viel Wasser. Pro Spieltag mindestens 2 bis 3 Liter. Und abends natürlich eine Menge Bier.